Seine besondere Karriere nimmt in Kitzbühel ein humorvolles Ende. Stefan Kubek verabschiedet sich mit einem Angriff auf die Lachmuskeln. Bei der Exhibition Kubek and Friends mit Mansu Bahrami, Marc Kevin Göllner, Markus Hipfel und Thomas Muster lässt er etwaigen Tränen der Rührung gar keine Chance und bietet eine tolle Show mit vielen Dennis-Leckerbissen. Mit dem 33-jährigen Kärntner feiern auch Babsi Schett, Patricia Wartusch, Alex Antonitsch, Hans Knaus und Rainer Schönfelder, der nicht nur für die taktischen Besprechungen an der Seitenlinie verantwortlich ist, sondern auch selbst ins Spiel eingreift. Stefan Kubek ist mein Jahrgang, der ist als Jugendlicher sogar auch Ski gefahren. Was mir besonders taugt, ist, dass er halt auch einen sehr starken Leidensweg gehabt hat, aber irgendwie eine Zeit lang nicht aufgegeben hat. Auch ein Racket aus Kindertagen aus den Händen der Mama kommt zum Einsatz. Brunhilde Kubek hat dann auch noch die eine oder andere Anekdote vom Kämpfer und Lebemann Stefan Kubek auf Lager. Früher war es so, dass der Stefan gegangen ist und überall schaut, dass er ein Autogramm kriegt. Und hier oben ist das Autogramm von Thomas Muster und von Horst Iskow. Das waren seine großen Vorbilder. Klar, dass Thomas Muster, einst Vorbild, dann langjähriger Weggefährte, auch beim Abschied an Stefans Seite ist. Ja, der Stefan war sicher jemand, der Dennis immer sehr, sehr ernst genommen hat, der Dennis leben wollte, der auch Dennis gelebt hat und erfolgreich gespielt hat. Und ich kann nur sagen, dass er eine tolle, lange Karriere gehabt hat und irgendwann der Zeitpunkt halt jetzt gekommen ist, für ihn selbst das zu beenden, vielleicht im Tennis erhalten zu bleiben, aber es gibt eben viele, viele schöne Dinge außerhalb des Tennissports zu sehen und ich glaube, das wird er jetzt auch in vollen Zügen genießen. In seinem Leben wird man in den Geschichtsbüchern über Stefan Kubek lesen können. Ein Großer des österreichischen Tennissports sagt adieu. Kubek wird Nummer 20 der Welt und gewinnt unter anderem 3 ATP-Titel. In Atlanta 1999, Delray Beach 2000 und in Doha 2003. Dass es seinen Abschied vom Profi-Tennis mit einer ordentlichen Prise Humor würzt, kennen seine Freunde von ihm. Ja, der Stefan ist eigentlich immer ein totaler, relaxter, offener Mensch gewesen. Das habe ich immer sehr an ihm geschätzt. Man hat immer Spaß mit ihm haben können. Er ist jetzt nicht so eine Spaßbremse gewesen. Stefan ist ein ganz netter Kerl, der sein ganzes Leben gleich geblieben ist. Ich glaube, das muss man ihm hoch anrechnen. Der hat nie den Boden unter die Füße verloren und wirklich Hut ab vor ihm als Mensch und auch vor seiner Karriere. Privat dermaßen entspannt, relaxed und ausgeglichen. Ich muss sagen, ein total netter Mensch und vor allem sehr locker drauf, hat immer einen guten Schmäh. Und ich mache mir keine Sorgen um den seine Zukunft, weil den sein Leben beruflich beginnt erst jetzt und das wird genau gleich sein wie seine Karriere. Er war in die Top 20 der Welt, hat einiges vorgelegt, Riesentalent. Und auch ein Talent hat er genauso fürs, unter Anführungszeichen, normale Leben. Bei der anschließenden Ehrung wird es dann doch noch emotional und Stefan verabschiedet sich mit einem Scheck in der Höhe von 10.000 Euro, der dem österreichischen Dennis-Nachwuchs zugutekommt. Es ist einfach, jetzt kommen noch Emotionen auf und man denkt irgendwie an die schönen Zeiten zurück und weiß, jetzt ist einmal das vorbei mit der Tenniskarriere, aber ich weiß, es kommt noch einiges auf mich zu. Es war ein super Rahmen. Und ja, also ich freue mich einfach, dass ich es hier machen habe dürfen und sensationell einfach alles.